Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Banished. Ich habe jetzt mal 2 Jahre übersprungen, weil nicht allzu viel hier in dem Dorf passiert ist. Unser Rathaus ist fast fertig. Hat wie gesagt 2 Jahre gedauert, bis die ganzen Ressourcen hier waren. Jetzt haben wir noch 30% Bauzeit. Dann haben wir endlich ein Rathaus. Mal gucken, was uns das alles bringt mit neuen Siedlern, weil im Moment ist die Geburtsrate... Naja, 26... Erwachsene haben wir und 5 Kinder. Es hält sich in Grenzen. Ich habe jetzt hier nochmal 2 Häuser gebaut. Hier unten ist eins. Und hier ist noch eins. Dass sich die Familien so ein bisschen aufteilen und neue junge Familien ihr Glück suchen. Ich glaube, da sollte ich vielleicht noch das ein oder andere Haus hinstellen. Ist halt, wie gesagt, nicht so eine... so eine großen Familien wie hier sind. Dass irgendwann die Kinder dann ausziehen und eine neue eigene Familie gründen. Würde uns zumindest weiterbringen. Ja, ansonsten ist wie gesagt nicht viel passiert. Ein Schiff kam vorbei, der hatte Kartoffelsamen bei gehabt. Da habe ich mich sehr gefreut. Das Problem ist, mit den Ressourcen, die zu handeln sind in dem Dorf, hatten wir leider nicht genug gehabt, um die Kartoffeln zu bezahlen. Leer ausgegangen. Aber das Schiff kommt ja wieder. Hab da auf jeden Fall Paprikasamen und nochmal Kartoffeln bestellt. Wenn also das Boot nochmal wiederkommt, dann haben wir da auf jeden Fall gute Karten, denke ich. Ansonsten haben wir eine Menge an Essen. Eine Menge an Brennholz. Ich habe den zweiten hier auch erstmal wieder eingestellt, weil wir hier eine Menge Holz hatten, was wir verarbeiten konnten. Können wir jetzt an 2 Fronten kämpfen mit dem Holz. Zumindest kurzzeitig mal. Ja. Ich sag, wir bewirtschaften noch die 3 Felder hier. Die Walnüsse, Speisekürbis und großer Kürbis. Das reicht uns erstmal mit unserer Bevölkerung an Essen. Aber wir haben ja daraus gelernt, das Essen kann ganz, ganz schnell vorbei sein. Also immer ein Auge drauf haben. So, die Bäumchen hier machen wir erstmal wieder weg. Am Wasser. Hier sind auch eine Menge Bäume gewachsen, aber hier passiert gerade nicht allzu viel. So viel Arbeit da haben wir im Moment nicht. Nehmen wir die Bäumchen auch noch mit hier. Würde ich sagen. Kann er hier wieder ein bisschen hacken. Ich denke mal, den zweiten nehme ich jetzt hier erstmal wieder raus. Weil wir haben jetzt 868 Brennholz. Ich glaube, das sollte ein paar Jahre halten. Also ein paar Jahre halten mit einem Holzhacker. Dann würde ich sagen... überlegen wir mal, was wir als nächstes bauen könnten. Einen Brunnen brauchen wir, glaube ich, nicht. Falls es brennen sollte, was wir nicht hoffen. Wasser haben wir eigentlich überall in der Nähe. Brauchen wir jetzt mal ein Krankenhaus? Braucht man auf jeden Fall irgendwann, aber das hat auch wieder so viele Ressourcen, die man braucht. Schwierig. Wirtshaus, um Bier zu brauen, wäre vielleicht mal ganz interessant. Habe ich auch noch nicht gehabt. Weil da würde sich so ein bisschen die Bevölkerung drüber freuen. Gut, wir haben jetzt mittlerweile wieder 4 Herzchen und 4 Sterne. Und 2 neue Kinder wurden geboren. Super. Es geht wieder aufwärts. Der Kürbis sieht auch gut aus. So, hier wird ein neuer Baum hingestellt. Gehen die ein, die Bäume, nach ein paar Jahren? Aha. Okay. Scheint so.
Ja, wir haben eine Menge Wildbret. Unser Jäger ist ja sehr fleißig. Oder unsere 6 Jäger, die wir haben. Nur, ich könnte jetzt auch wieder ein paar Fische einstellen. Aber wie gesagt, ich möchte die Jäger lieber haben, wegen dem Leder. Dass wir da schöne Klamotten machen können. Und da sehe ich gerade, wir haben nur noch 2 Stück. Würde ich sagen, nehmen wir mal gleich wieder einen Schneider, weil wir 44 Leder gerade besitzen in unserem Lager. Ich glaube, das läuft ganz gut. Wir bräuchten irgendwie mal wieder ein bisschen Eisen. Noch 4 Eisen. Ja gut, die habe ich schon markiert. Da ist noch ein bisschen Eisen. Wir haben ja 5 Hilfsarbeiter. Und die könnten da auf jeden Fall mal sich so ein bisschen um das Eisen kümmern. Hier habe ich nichts mehr angeklickt unten, glaube ich. Doch, die Bäume habe ich, glaube ich, noch angeklickt. Ich glaube, das können wir erstmal hier... Ah, nee, nicht abbauen. Entfernen, Abbau stoppen, das wollte ich machen. So machen wir das. Dann sollen die wirklich erstmal das Eisen hier in der Nähe abbauen. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger. Noch ein bisschen. Das haben wir jetzt alles markiert. Dass wir da auf jeden Fall wieder ein bisschen was haben. Für unsere Werkzeuge. Da haben wir auch schon ein bisschen hier. Bei unserem Händler habe ich schon 160 Werkzeuge, 15 Ledermantel und 60 Kräuter. Und ein Hilfsarbeiter ist an Altersschwäche gestorben. Stimmt, da fällt mir gerade ein, einen Friedhof haben wir noch gar nicht. Wo könnten wir den denn mal hinbauen? Ich würde ja fast sagen, hier zum Rathaus hin. Macht das Sinn? Sieht es gut aus? Ich weiß es nicht. Aber das Rathaus ist ein wichtiges Objekt in einem Dörfchen. Ich finde... Da kann man dann auch einen Friedhof hin machen. Wo ist der denn? Kirche? Friedhof. Haben wir denn hier Steine? Jo, 24 Steine. Ich glaube, der wird nur aus Stein gebaut. Da können wir nicht hinbauen. Sah gar nicht so aus. Ah doch, da ist ein Hügel. Schade, damit ist eigentlich meine Idee schon gestorben. Denn machen wir eben. Heute können wir den denn hier hin machen? Eine ganze Menge. Sagen wir machen hier mal so einen kleinen. Ein Friedhof ist zu klein. Okay. Wie groß muss der denn sein? 7x7. Auf jeden Fall 7 breit sein, okay. Dann würde ich sagen, bauen wir den so hin. 26 Steine brauchen wir, okay. Haben wir ja da in der Nähe. Das klappt schon. So, was können wir denn jetzt hier Schönes beim Rathaus sehen? Das finde ich immer ganz interessant, dass man halt wirklich sieht, was man produziert und wie viel man verbraucht. Dass man so Pi mal Daumen wirklich weiß, ob das klappt oder nicht klappt. Werkzeuge ist super, 52 in der Produktion, 17 im Verbrauch. Brauchen wir also nichts machen. Gut, okay, Eisen ist klar, weil wir die ganze Zeit jetzt für das Rathaus Eisen gebraucht haben.
Sieht ein bisschen schlecht aus. Ganz interessant. Und hier sind die Nomaden, genau. Was ich gesagt habe. Dass man da Leute kriegen kann. Handelsgüter haben wir bisher. Großen Kürbis, Speisekürbis und die Walnuss. Mehr haben wir leider noch nicht. Lagerdiagramm. Dann kann ich ja eigentlich die beiden Fenster zumachen. Und das Rathaus hier öffnen. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Da liegt noch der Rest von dem Jäger. So, die Bauern brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ist ja Winter. Dann können wir... Schmied haben wir, Schneider haben wir. Was brauchen wir denn dringend? Eigentlich nichts wirklich. Könnte ich hier vielleicht noch zwei Fischer mal nehmen? Haben wir ein bisschen mehr Fisch? Vielleicht eine kleine Abwechslung für die Siedler. Ja, und ansonsten warten wir, bis wir genug Ressourcen hier am Handelshafen haben, um dann wirklich mal neue Samen irgendwie zu kriegen. Oder eventuell auch mal ein Tierchen. Da könnte ich vielleicht auch mal irgendwo eine Weide bauen. Wenn wir dann ein Tierchen haben, dass wir die da gleich reinbringen können. Natürlich die Frage, wo wollen wir das hinstellen? Hier in dem kleinen Waldgebiet? Sehe ich ja nicht so. Ich sehe hier eher einen Sinn. Dann machen wir neben dem Friedhof ein Tierchen. Ist ja auch sehr nett. Nee, aber ich würde sagen, wir ziehen hier einfach den Weg weiter runter. Gerade vom Rathaus und dann bauen wir da ein paar Weiden hin. Keine Ahnung, ob es eine gute Idee ist, aber so mache ich das jetzt einfach. Dann bauen wir schon mal eine Weide. Viehweide. Was haben wir denn hier für eine Breite? Das ist was Kleineres. 9x9. Da eigentlich eher was Größeres haben, damit die sich... Machen wir 18x18. Machen wir 18x18. Genau, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht Schafe oder einen Rind kriegen. Brauchen wir dann noch auf jeden Fall lange, lange Zeit, um sich zu vermehren, bevor man sie schlachten kann. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal, wenn es denn soweit wäre, eine kleine Farm. Okay, was haben wir da? Ein neues Kind wurde geboren, Altersschwäche gestorben und... Ein Kind wurde eingeschult. Jetzt haben wir 8 Kinder, okay. Oh, jetzt geht's den Bäumen hier an den Kragen. Der freut sich auf jeden Fall, der Holzhacker, wieder. Schauen wir mal, wann das Schiffchen kommt. Wir können ja auf jeden Fall... Wir haben 68 Werkzeuge schon wieder. Würde ich sagen, bringe ich mal nochmal 40 hierher. Dann haben wir 200. Okay, und die Winterkleidung, da haben wir jetzt 4 Stück. Eisenvorräte fast aufgebraucht. Ja, ist okay. Haben wir 4 Stück. 4 Leder noch. Leder. Hier sind noch 48 Leder.
Da kann der Schneider hier aber noch eine Menge nähen. Da passt noch ein bisschen. Und wir haben wieder ein halbes Herzchen bekommen. Von der Gesundheit. Super. Also, der Kräutersammler hier, der hat sich bisher richtig gelohnt. Was haben wir da an Kräuter? 25 bisher. Gut, da ist er ein bisschen langsam mit den Kräutern. Mit dem Sammeln. Aber mit der Heilung. Ich glaube, jetzt habe ich den 4 Jahre oder so. Ist das ganz gut. Kommt da. Unser Händler. Mit der Schubkarre. Mit dem Werkzeug drauf. Sehr schön. Ah, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Komm, wir holen noch. Warte mal, ich hatte 220. Ja, das reicht immer noch nicht. Ja, wir brauchen noch. Wir brauchen noch. Das dauert noch ein bisschen. Bis wir wirklich handeln können. Ein Wildbret. Aber gut, das wollen ja viele nicht zum Handeln haben. Aber ich spring mal. Und da kommt ein Schiffchen. Oh! Gut, wir nehmen mal Wildbret 1000 Stück. Vielleicht nimmt er das ja an. Ich weiß es ja nicht. Sorry. Was hat er denn Schönes für uns? Schafe. Er hat Schafe. Sehr schön, sehr schön. Sind zwar keine Samen, aber Schafe sind gut. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Schafe, die sich dann hoffentlich vermehren. Und er braucht, und er nimmt kein Wildbret und keine Kräuter an. Schade. Nehmen wir mal 15 Leder. Ja. 1200 brauchen wir. Boah, ist ja Wahnsinn. Brauchen wir noch 2 Stück, mal 2 Schafe. Gut, dann wird es nichts mit den Samen in nächster Zeit, aber wir haben auf jeden Fall Schafe. Und nächstes Mal kannst du Rinder mitbringen. Und damit wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir haben jetzt hier die 2 Schafe, die müssen jetzt da noch kurz geduldig sein. Und hier brauchen wir schnellstmöglich unsere Priorität, dass da die Farm fertig wird. Eisenwerkzeuge. Ach so, weil er jetzt alle hinbringt. Ah, nee, Kollege. Geh mal auf 70 wieder zurück. Wir haben ja gerade da was verkauft. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und hier müssen wir 0 haben. An Altersschwäche gestorben. Daran habe ich nicht gedacht. Sorry, Kollege.
Musste wieder zurückfahren. Die Werkzeuge holen wir dann nachher neu ab. Wir sind jetzt im Frühling. Wir brauchen auf jeden Fall die Bauern wieder. Unsere drei Stück. Lehrer, Schneider. Der Schneider muss auch kurz pausieren. Den Schmied brauchen wir. Und wir nehmen nochmal einen Fischer weg. Damit auch unsere Hilfsarbeit und der Bauarbeiter, dass wir uns hier schnellstmöglich um die Weide kümmern können. Dass die Schafe hier reinkommen können. Glücklich sind, Spaß haben miteinander und neue Kinder gezeugt werden. Der Lauf der Dinge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich denke, die Folge reicht bis hierhin. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich sag tschö. Bis zum nächsten Mal.